Jetzt habe ich sogar ein Haus zerstört. Hauptquartier aufgebaut. Oh, ich habe ein Haus kaputt gemacht mit dem Teil. Boah, und schon wieder welche gekillt. Ich habe schon 19 Kills mit dem und er ist zweimal geschossen. Welcher? Wir haben eine die linke. Einheit vernichtet. Die andere noch gar nichts, weil die konnte ja nicht schießen. Ach so, die war so fail halt. Mhm. Wo haben die ein Quartier? Da, jetzt seh ich's. Ich hau auch mal drauf mit meiner Wespe, die jetzt endlich schießen kann. Ja, kann sie. Wunder. Oh, sowas trifft. Das sieht man auch hier unten immer. Hier steht noch 0. Ja. Sie hat eigentlich 2 getroffen, zählt aber als einer irgendwie. Ja, doch einer. Nochmal, nochmal. Jo. Ah, bei dir hört man ein bisschen so atmen. Wir können gar nicht verlieren. Jetzt nicht mehr. Dem Feind erneut einen vernichtenden Schlag zugefügt. Jetzt ein bisschen. Jagdpanzer erwartet weitere Leute. Jetzt wird schlimmer. Können von nun an strategisch wichtige Wegmarken mit Sprengfallen versehen. Wir warten auf Ihre Befehle. Jawohl, setzen uns schon in Bewegung. Der Feind wird von Stunde zu Stunde schwächer. Welche Einheit hat ich das mal gesagt mit der Bratwurst? Hm? Welche Einheit hat das mal mit der Bratwurst gesagt? Panzer 4, glaube ich. Panzer 4H oder 4F2. Toll, die haben wir nicht. Ah, geiles Geschütz. Eine Feldhaubitze. Die mit dem Reifen im Boden ist. Wo hau ich die denn mal hin? Ja, wir empfangen sie auf den Sherman, da schießt du, ne? Ich schieße mal knapp vor die Brücke. Ja, okay, kann ich auf den Sherman schießen. Das Geräusch, wenn es so fliegt, das Geschoss. Stehen unter schwerem Beschuss. Das war leicht daneben. Ganz leicht. Ja. Was ich alles getroffen habe. Ein Fahrzeug, jetzt habe ich schon 22 Infanterie-Kills. Und ein Haus auch noch. Ja, man richtig sieht, dass der Computer überhaupt nicht gut programmiert ist. Der hatte gerade da einen Sherman, der hätte auf den Puma schießen können. Und stattdessen ist er in die Reichweite von meinem Geschützter gefahren. Ja. Das ist fehl. Und mein Geschütz hat nicht einmal den Sherman getroffen. Ja. Nicht. Hummel, Hummel, ich hab bald ne Hummel. Sprechen Sie. Erwarten neue Instruktionen. Bereit zum Vorrücken. Ich schieße lieber mit meiner besseren Hummel, Wespe, die hat schon ein bisschen Erfahrung. Weil das kostet so viel Muni, 50 für einmal schießen. Oder ich nehme es billigere, 35. Hat weniger Reichweite, geht aber auch gut. Schauen wir mal hier zu. Guter Schuss. Positionswechsel vorbereitet. Wir haben dem Feind erneut einen vernichtenden Schlag zugefügt. Gut. Ich hab schon wieder hier getroffen. Jetzt haben schon 2 Häuser kaputt gemacht. Genial. Alle Team macht doch so Spaß. Glaubt man gar nicht. Sprechen Sie.
Jetzt wäre der Panzer weg. Ja. Wie du dich da eingegraben hast. Ja. Der Feind wird von Stunde zu Stunde schwächer. Erwarten Befehle. Bereit zum Vorrück. Wir warten auf Ihre Befehle. Erwarten neue Instruktionen. Etwas campen. Ey, die Wespen können nacheinander feuern. Wenn die eine feuert, muss die andere nachladen, dann kann die andere wieder feuern. Du schießt mit deiner Wespe einmal und triffst den Panzer sofort, auf den ich schon zwei Alben verbraten habe. Habe ich getroffen? Ja? Mal schauen. Ich habe keinen Panzer gekillt mit der Wespe. Nicht gekillt, aber den hast du direkt getroffen. Die da? Den, der jetzt mit ganz wenig Leben nur noch rumfährt. Hast du direkt einen Treffer gegeben mit der Wespe. Jetzt ist er ganz kaputt. Meine... Marder. Das war der Marder. Den getötet hat. Aber die Wespe hat ihn geschwächt. Ich habe ja gesehen, wie das Geschoss drauf gelandet ist. Schon mal die Wespe, die wird schon wieder aufgetaggt hier. Bereit zum Vorrück. Ja, wir empfangen Sie laut und klar. Ich meine, 38 ist schon mal keine schlechte Zahl. Erwarten Befehle. Bereit zum Vorrück. Und schon wieder auf den Eingang hier. Ihr Marder, die Kampfgruppe Lea hat wieder einmal ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt. Schon wieder was getroffen. Wie geil sind die eigentlich drauf? Panzer in Bereitschaft. Wir können unsere Einheiten nun mit Hummel-Panzerhaubitzen verstärken. Jetzt kommt noch ein Mega-Panzer. Naja, Panzer kann man schlecht sagen. Holt jetzt noch eine Hummel? Ja, klar. Weil es so schön reinhaut. Das ist ein Sniper. So Sniperjagd wär's mal. Du mit deinem Sniper, wie viele Kills hat er eigentlich schon? War noch nicht die 209. 19 erst. Ja. Ja, geht eigentlich für einen Sniper? Ja, schon. Jo, Arti, gleich mal in die Panzer hier reinhauen. Bäh. Vielleicht treffe ich's eher. Wenn sie sich nicht bewegen würden. Ja, nice durch 7 hier. Ja. Aber jetzt lässt der Leichte irgendwie sehr nach. Welcher Leichte? Der kommt wieder leicht, nicht ich, sondern der andere. Obwohl, die graben sich voll bei dir ein. Hast du gesagt, Stellung halten da oder so? Ach so, wir geben ja dann Befehle. Ja. Wenn wir übrigens sowas machen, sowas. Ja, ich weiß. Ja, dann gehen die Computer mal hin. Dann schicke ich es ja mal dahin. Das finde ich jetzt leicht dumm, dass wir nicht mehr zeigen können. Naja. Einfach mal mit dem Erobern-Ding zeigen. Das machen die dann meistens nicht, glaube ich. So, jetzt müssten sie doch funktionieren. Oder wir schicken es einfach da hinten hin, hier. Boah. Das wäre dann auch geil, weil... Schau mal, wir schaffen das doch. Oder schicken sie doch hier auf die an die Schlucht, da haben wir gar nichts. Einfach sagen, hier verteidigen. Ja, okay. Mal schauen, ob die Befehle hier blicken. Die feigen Amerikaner haben sich einfach mal eben hintenrum auf meine Brücke geschlichen. Auf meine Insel geschlichen hier. Wie meine Marde hier alles durch. Ja, ich höre das auch toll. Ach so, Amis. Oh. Ja. So, Arti. Doppelwespe geht auch gut ab wahrscheinlich hier. Ah nein, nicht dahin. So, ihr geht wieder dahin. Vielleicht blicken sie es, dass sie dahin sollen. Am besten sollten wir nichts mehr zeigen, so wie ich gerade. Ja. Das erschwert nur alles unnötig. Boah, schon 44 Kills.